Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Die Düsseldorfer Band Fresh Life Music brachte die Gäste des Deutschen Hauses so richtig in Stimmung. Entsprechend die Atmosphäre beim Auftritt von Thomas Lurz, Silbermedaillengewinner im 10-Kilometer Schwimmen. Dabei hatte der Würzburger auf Gold gehofft. Letztlich war dieser Erfolg aber die einzige Medaille der vielgescholtenen deutschen Schwimmer. Ich wollte so oder so, es wäre egal, wie die Beckenwettkämpfe ausgefallen sind, wollte ich hier eine Medaille gewinnen oder eine Goldmedaille. Also es hätte eigentlich keinen Unterschied gemacht. Natürlich freue ich mich, dass ich natürlich für Deutschland und den Deutschen Schwimmverband noch eine Medaille gewinnen konnte. Da machten es die Leichtathleten schon viel besser, denn heute gab es die Medaillen 6, 7 und 8. Gleich zweimal auf das Treppchen sprangen Björn Otto als Zweiter und Raphael Holzdeppe als Dritter. In einem unglaublich spannenden Wettbewerb sprangen beide mit 5,91 Meter persönliche Bestleistung und wurden nur von dem Franzosen Lavieni übertroffen. Es war ein Traum, denke ich mal, von uns beiden, eine Medaille hier zu bekommen, aber dass wir jetzt wirklich beide eine Medaille haben, war einfach Wahnsinn. Ich denke, das war schon ein geiles Match, irgendwie, was wir uns gegenseitig geliefert haben. Ich denke, das ist auch gerade eine geile Werbung für unsere Sporthalle einfach. Und dass man das so vor 80.000 Leuten hier präsentieren durfte, das ist schon, ja, was Besonderes. Viele Nerven musste Betty Heidler von Eintracht Frankfurt lassen, um sich am Ende doch noch über Bronze freuen zu dürfen. Ihr bester Wurf von 77,13 Meter war zunächst falsch gemessen worden. Erst nach langem Warten und einer Korrektur durch eine Messung mit dem herkömmlichen Maßband wurde ihr dritter Platz auch offiziell bestätigt. Ja, da ist technischer Fehler passiert beim Messen. Die Weite wurde gemessen, nicht angezeigt und dann ist alles durcheinander gelaufen. Dann habe ich noch einen Ersatzversuch bekommen, dann hieß es ja, es ist im System und ich wusste aber nicht, wie weit, dann wusste ich, wie weit. Aber ehe es alles offiziell war, chinesischer Protest dann natürlich noch, nachdem offiziell war, dass ich eine Chance hatte. Es hat jetzt ewig gedauert, aber ich freue mich echt riesig jetzt. Spätestens nach dem Auftritt der Bronzemedaillengewinnerin Helena Fromm im Taekwondo ging es dann im Deutschen Haus noch einmal richtig ab. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich.